So, Hallöchen und willkommen zurück. Tja, immer noch im Team Rocket Versteck. So, wo müssen wir eigentlich jetzt hin? Ich denke mal nach unten. Oh ja, hier. Hallo. Sieh an, unser kleiner Eindringling. Unsere Leute oben haben schon gemeldet, dass du bald hier reinschneiden würdest. Ja. Weißt du warum? Ups. Man sollte eben nicht mit dem Ding rumspielen. Dann mal los, Turtok. Autsch. So. Dam, da, da, dam, dam. So. TM20, finstere Aura. Das ist ja eigentlich was, was man verwenden könnte. Was sind das für Pokémon hier? Beutel. Hier. Oh, Totok kann es erlernen, okay. Du, ja, blubber weg damit. La 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 la. So, das nehmen wir auch mit. Was ist das? Ein Beleber. Na, warum denn? Siehst du, du findest den ganzen Mist so viel. Brauchst du gar nicht kaufen. X Turbo. Ein Sonderbonbon, super geil. Kann man es gleich einsetzen? Mal schauen. Turtok nicht mehr, der ist fast. Nein. Zur Hälfte voll. Zur Hälfte fast, ne? Dieser Flo geht auch nicht. Pikachu! Wir warten mal ein bisschen. Dadam, 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 dadam. So, das sind wir hier. Hallo. Es wäre besser für dich, wenn du dich Team Rocket nicht in den Weg stellen würdest. Glaube ich jetzt nicht unbedingt. Aber. Wo bleibt denn da Spaß, ne? Top, top. Hey, was soll denn das? Oh rein. So. Das wär's dann, denke ich. Dieser Flo, Arisch Level 39. Volterball! Volterball! So. Kampf.
das wär's. Uff, ich bin am Boden. Zerstört. Ein Hypertrank. Ein Fläschchen mit AP Plus, wow. Schon spätes. Cool. Da, 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 da. Oh, hallo. Och, du hast, kannst den Aufzug nicht benutzen. So ein Pech, aber auch. Tut mir leid, dir das mitzuteilen zu müssen. Der Aufzugsschlüssel habe ich. Und ich bin unbesiegbar. Das werden wir gleich mal sehen, wa? Ein Slimer. So viel zum unbesiegbaren Team Rocket TV. Schöner Aufzugsschlüssel, ich darf ihn nicht verlieren. Du denkst, du kannst. Du hast gewonnen. Falsch gedacht. Jetzt kommt mein Plan B. Ohne den Schlüssel. Kommst du nie bis zum Zimmer des Bosses? Hol ihn dir doch, wenn du kannst. Alles klar. Pikachu schnappt sich den Aufzugsschlüssel. Yay! Sag mal, hast du das irgendwie auch gehört? Ja, da war ein merkwürdiges Geräusch. Hat sich etwa jemand eingeschlichen? Pika. Knurr. Falscher Alarm. Das war wohl doch nur Malzis Mal. Jag uns nie wieder so einen Schrecken ein. Aufzugschlüssel, juhu! Da 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 da.
Da, 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 da. Ach, hier gab's gar keinen Aufzug. Da, 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 da. So. Dann, 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 du dai, du dai. Viertes Untergeschoss. Ein Elixier. Geile Sache. Hallo. Du! Du bist doch der Knirps vom Montag. Was hast du denn hier verloren? Meine Güte! Was? Du bist nur wegen diesem Dragosso hier? Tja, da kommst du zu spät. Das haben wir schon den längsten Boss überleben. Wenn du glaubst, wir lassen dich zum Boss durch, hast du dich gewaltig geschnitten. Wir haben die Sache mit dem Fossil am Montag nicht vergessen. Und dafür werden wir uns jetzt erstmal eine kleine arrangieren. Na dann los! Turtok ist paralysiert. Rein. Brian. So, Smogmon ist durch. Turtok! So, Arbok. Haut rein. Immer dieser Knirps, die einem einen Streich durchstreichen wollen. Dabei hatten wir diesmal so ein gutes Gefühl. Ha! Bild dir bloß nichts ein, nur weil deine Pokémon ein klitzekleines bisschen stärker sind. Genau, schließlich sind wir hier die Erwachsenen. Wenn diese Rotznase sich nicht von uns Pokémon aufhalten lässt, müssen wir uns eben darum kümmern. Das war wieder mal ein Schuss in den Ofen. Team. Erstmal Turtok heilen, nicht? Haben wir, ja, wir haben ein paar Heiler einsetzen. So, Tafelwasser
30 Punkte macht das. Dann mal drauf. Okay. Team. Da, 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 da. Wer ist denn das? Dieses Slipskop hat alle meine Zweifel ausgeräumt. Ich kann jetzt vor allem voller Überzeugung sagen, dass die Slip Corporation Slip Company über das technische Know-how verfügt, um unsere Pläne realisieren, Realität werden zu lassen. Dieses Gerät macht also unsichtbare Dinge sichtbar. Hier läuft ein Kinderspielzeug, aber nicht. Nichtsdestotrotz, ich bin bereit, mich auf deine Idee einzulassen. Du kannst mit diesen Vorbereitungen für die Übernahme des Slipco Company beginnen. Atlas. Wer ist denn Atlas? Atlas, jawohl! Oh, was haben wir denn hier? Ein Kind? Ich habe keine Ahnung, wie du hierher gekommen bist, dass du uns obendrein noch der Reis belauscht hast, lasse ich dir nicht so einfach durchgehen. Ich bin Atlas, ein Mitglied von Vorstand von Team Rocket. Und im Kampf nehme ich keine Rücksicht, auch nicht auf Kinder. Was für ein Handy. So, Rocket-Vorstand Atlas, fordere dich heraus. Smoke, Smoke. Los, Turtok! Zeige ihm, was eine Hacke ist. Finstere Aura. Matschbombe. Muck, muck. Natürlich sind wir vergiftet. Siedewasser, los! Hau rein! Taubos erreicht Level 39. Super geil. Ach ja, das ist nur noch Glurak Level 38. Ein Golbat. Kampf. Siedewasser. Turtok halt durch. Noch einmal Siedewasser und dann sind wir durch hier. So, das ist Geschichte. Rocket Vorstand Atlas wurde besiegt. Was für ein Demütigung. Atlas, vergib mir, großer Giovanni, ich habe gegen ein Kind verloren. Ha! Vergib mir, großer Giovanni. Was für ein Lurch. So, haben wir ein Gegengift? Haben wir nicht, aber wir haben einen Hyperheimer. So. Hallo. Giovanni, ich bin beeindruckt, dass es dir tatsächlich gelungen, Atlas zu bezwingen. Du hast es weit gebracht. Wow. Team Rocket ist eine Organisation, für die der finanzielle Profit an oberster Stelle steht. Pokémon sind
sind für uns nichts weiter als ein Mittel zum Zweck. Werkzeuge, mit denen wir unsere dunkelsten Machenschaften in die Tat umsetzen. Ich muss mal aufhören, so rumzuwackeln, ey. Ich hab so einen Drehstuhl, weißt du, und dann immer hin. Und die Giovanni und ich, Giovanni, bin der Kopf dieser Organisation. Wie bitte? Du willst, dass ich dir dieses Trockosse wieder hier freilasse? Ha, das ist alles. Dafür schleichst du dich hier in unsere Versteck ein und bringst dieselbe in Gefahr. Scheint so, als hätten wir es mit einem ganz besonderen Unruf und Ruhestifter zu tun. Und doch bist du nur ein Kind. So, du wirst es bitte bereuen, dich gegen mich aufgelehnt zu haben. Du Homo. Was? So. Rocket Boss Giovanni fordert dich heraus. Snowbally Cup. Na, dann komm mal her. Kampf. Sidewasser. Blöde Sau. Turtok erreicht Level 40. Glurak, erreicht Level 39. Kämpfen wir am besten mit Bisasam Floor weiter. Glurak geben wir dann den Sonderbonbon und dann ist er auch Level 40. La 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 la. So. Hey, waren das schon alle? Hat er eine 3 gehabt? Ich war mir sicher, der hätte 3 gehabt. Giovanni, wer hätte gedacht, dass ich mich einmal von einem Kind besiegen lasse? Na schön, dass du Tragosso gehört dir. Mach mit ihm, was du willst. Außerdem will ich, dass du das hier nimmst. Sieh es als eine Art Entschuldigung dafür an, dass ich dich nicht ernst genommen habe. Das Klipko von Giovanni. Du verstaust. Achso. Du trainierst deine Pokémon offensichtlich mit sehr viel Liebe. Aber meine Zeit und Beweggründe könntest du nie verstehen. Ich werde mich fürs Erste zurückziehen. Hau rein. Aber ich hoffe, dass ich irgendwann noch einmal gegen dich kämpfen kann. Ja, klar. Können wir einrichten. Tragosso. Gosso, Gosso. Es scheint, als hätte sich das Tragosso aus dem Staub gemacht. Ich schlage vor, du tust es ihm gleich und verschwindest von mir. Du könntest dich glücklich schätzen, dass Giovanni so gnädig ist und dich ziehen lässt. Und wage es ja nicht, sein großzügiges Geschenk im Kinderkram zu missbrauchen. Lass dir gefälligst eine sinnvolle Verwendung für das Lipko einfallen. So, erstes UG. Bidu. Da 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 da.
die sind schon alle weg. Da, 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 da. La 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 la. So. Was ist das? Hey du! Du interessierst dich bestimmt für mich und mein was geniale Erfindung, oder? Du willst doch bestimmt jedes kleinste Detail darüber erfahren, hm? Ja? Ja. Genau, gut, wenn du darauf bestehst. Moment, Quatsch. Entschuldige, ich hab ganz vergessen, meine Megafon runterzufüllen. Kreuzbord, darf ich vorstellen? Ein Transportmittel, mit dem man durch die unendlichen Weiten des Himmels segeln kann. Alles klar. Ja, ein unglaubliches, fantastisches Erfindung. Es ist keinfalls zu viel gesagt, das Ganze als geheime Technik zu bezeichnen. So ist es. So sieht's aus. Es gibt da aber ein kleines Problem. Obwohl ich so viel Mühe in diese Erfindung gesteckt habe, sind die meisten Leute zu ängstlich, um es auszuprobieren. Aber du, man erkennt sofort, dass du ein mutiges Mädchen bist. Und deshalb habe ich mir großzügigerweise dazu entschieden, dir die Geheimtechnik Himmelsritt beizubringen. Oh, wow, immer langsam mit dir, den Ponys, was Ponys, ja. Es scheint, als sei dein kleiner Freund selbst ganz heiß drauf zu lernen, wie man das macht, ne? Erfindungen umgehen kann. Mann, mit dir Erfindungen, alles klar. Das gefällt mir, dieses Pokémon ist eine Inspiration für uns alle. Also los. Du musst erst hier und anschließend da, Moment, hier drüben, genau da, die Steuerung. Mit dem Ballons geht's aufwärts, du musst hier und dann hui, verstehst du das? Alles klar. Pikachu hat die Geheimtechnik Himmelsreiter erlernt. Aua. Supergeil. Hier, ich schenke euch meine Erfindung. Alles klar. Kann ich das nicht einfach mit Lurak machen? Brauchst du gar kein Flug-Pokémon mehr hier? Da-da-dam! Warte, hier, Pokémon. Okay, bewegen. Da. Nee, nicht bewegen. Beutel. Bonbonglas, Sonderbonbon. Einsetzen, Gelurak. Da. Team. Bewegen. Taubus, bewegen. Bisaflor, bewegen. Pikachu, bewegen, Totok. So. Warte mal. Schade, dass man das eben nicht einsetzen kann. Das ist so schon genau. Taubus. Dum, dum, da, 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 bam, bam.
So, das musst du hier machen, ne? Moment, wir haben was vergessen. Nein, oh verdammt. So, Moment. Nein, Kosmetik. Das. Ach. So. Machen wir das klar mal, hä? Dahin. Wow. Gut. So. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Schön, dass ihr dabei wart. Und dann, naja. Sehen wir uns nächstes Mal. Macht's gut und ja, schönen Tag noch, schönen Abend noch und guten Morgen.